Hallo, heute werde ich euch zeigen, wie man ein Schrägbild eines Würfels zeichnet. Dafür benötigt ihr einen Bleistift und ein Geodreieck. Als erstes muss ich wissen, wie groß mein Würfel werden soll. Ich zeichne einen Würfel, der eine Kantenlänge von 4 cm hat. Dafür muss man zuerst die Vorderansicht zeichnen, das heißt ein Quadrat mit der Kantenlänge 4 cm. So, als nächstes zeichne ich die schrägen Linien, die nach hinten verlaufen. Dabei ist wichtig, dass sie einen 45-Grad-Winkel zeichnet. Wer nicht weiß, was ein 45-Grad-Winkel ist, das ist gar nicht schlimm, der kann auch die Kästchen sozusagen halbieren, das heißt von der einen Ecke zur anderen Ecke, von der einen zur anderen Ecke. Außerdem ist wichtig, dass die Kantenlänge nicht 4 cm gezeichnet wird, sondern genau die Hälfte bei den schrägen Linien. Das heißt, hier nur 2 cm lang. Die Linie, die im Würfel liegt, die man eigentlich nicht sieht, wenn man von vorne hinauf guckt, die zeichnen wir gestrichelt. Wenn wir alle vier Linien fertig gezeichnet haben, können wir die neuen Eckpunkte miteinander verbinden. Auch hier müssen wir darauf aufpassen, dass die Linien im Würfel als gestrichelte Linien dargestellt werden. So. Der Würfel ist hiermit fertig.